einer neuen Folge von Make-up und Crime. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute habe ich einen wirklich extrem interessanten Fall für euch. Er wird dieses Mal auch etwas länger sein, aber glaubt mir, es lohnt sich, ihn bis zum Schluss anzuhören. Denn dieser Fall ist einer der mysteriösesten und rätselhaftesten Kriminalfälle in Deutschland und ist bis heute ungelöst. Es ist der Fall von Peggy Knobloch. Das Mädchen mit den strahlend blauen Augen verschwand vor 20 Jahren im Alter von 9 Jahren in ihrer Heimatstadt Lichtenberg. Sie verschwand spurlos. Kaum ein Fall der deutschen Kriminalgeschichte weist so viele Ermittlungspannen auf wie dieser. Es gibt falsche Verdächtigungen und ein skandalöses Fehlurteil. 6.400 Spuren und 3.600 Ermittlungen und ein unendlicher Schmerz für Peggys Mutter. Das Schlimmste jedoch ist, dass der Täter noch heute frei herumläuft. Ich werde euch heute eine Chronik der kompletten Geschichte erzählen und werde dabei alle Abschnitte so gut es geht durchgehen und euch ausführlich erzählen. Beginnen wir mit dem Leben von Peggy vor dem tragischen Verschwinden. Peggy Knobloch ist ein fröhliches, aufgeschlossenes junges Mädchen und lebt mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrer jüngeren Schwester in Lichtenberg, einer Kleinstadt in Oberfranken mit ungefähr 1000 Einwohnern. Ihre Eltern arbeiten beide im Schichtdienst, ihre Mutter ist Altenpflegerin und ihr Stiefvater arbeitet in einer Textilfabrik. Dadurch muss Peggy schon sehr früh lernen, auf eigenem Bein zu stehen und sehr selbstständig zu sein. Im Dorf war Peggy wirklich sehr bekannt und man kannte sie durch ihre freundliche und offene Art. Die Mutter war wegen ihrer Arbeit häufig nicht zu Hause, wenn Peggy von der Schule kam und auch in den Abendstunden. Peggy hatte jedoch einen Schlüssel und ging auch öfters mal zu einem Nachbarsehepaar oder auch zu einem Lokal, um dort Abend zu essen oder auch Mittag zu essen. Das heißt also, Peggy war eigentlich immer unterwegs. Eigentlich hat sie immer genau das gemacht, worauf sie gerade so Lust hatte. Im Sommer 2000 begann bei Peggy jedoch eine Veränderung, welche sich bis ins Frühjahr 2001 zog. Die letzten 9 Monate ihres Lebens. In dieser Zeit ging ihre Entwicklung sehr abwärts und sie wurde immer schlechter in der Schule und hat sich auch sehr abgeschottet, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie verschwand. Kommen wir nun zu dem 7. Mai 2001, der Tag, an dem sie verschwindet. Es ist ein Montag, ein kalter, trostloser Tag und kaum einer ist auf den Straßen von Lichtenberg unterwegs. Peggy steht wie jeden Morgen auf, macht sich fertig, zieht sich an und geht zum Bäcker rüber, um sich dort ihre Brotzeit zu holen. Denn Frühstück gab es wirklich sehr, sehr selten bei ihr daheim. Nachdem sie ihre Brotzeit geholt hat, macht sie sich auf den Weg zur Schule. Ihr Unterricht endet um 12.50 Uhr. Peggy hat es nicht wirklich eilig, weil ihre Mama eh nicht daheim ist und sie daher sich denkt, okay, ich vertrödel noch ein bisschen Zeit. Daher bleibt sie mit ihrer Klassenkameradin noch dort und hilft der Lehrerin beim Aufräumen und beim Saubermachen. Sie verlässt ungefähr gegen 12:05 mit ihrer Freundin das Schulgebäude mit einem pinken Ranzen auf ihrem Rücken. Sie geht, nachdem sie sich von ihrer Freundin verabschiedet hat, weiter Richtung nach Hause. Am Lichtenberger Marktplatz wird Peggy gegen ungefähr 13.24 Uhr das letzte Mal von einer Schulkameradin gesehen, die sich gerade im Bus befindet. Peggy ist nur noch knapp 50 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Laut Ermittlern wird sie dort jedoch nie ankommen. Bis zum Abend bemerkt niemand aus der Familie, dass Peggy fehlt. Ihre Eltern sind noch auf der Arbeit und ihre kleine Schwester ist bei Freunden. Gegen 20 Uhr kommt Peggys Mutter dann nach Hause und bemerkt dann plötzlich, dass Peggy nicht zu Hause ist. Nachdem sie bei den Nachbarn geklingelt hat und alles abtelefoniert hat, macht sie sich selber auf die Suche nach ihrer Tochter. Gegen 21.56 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein und die Suche nach Peggy Knobloch beginnt. Gegen 3:30 Uhr in der Nacht entwerfen Peggys Mutter und ihr Lebensgefährte Ahmed ein Fahndungsplakat, doch Peggy bleibt verschwunden. Bis zum nächsten Morgen hat sich das Verschwinden in der gesamten Kleinstadt rumgesprochen. Die Polizei ist bereits in den frühen Morgenstunden mit einer Hundertschaft angereist und macht sich auf die Suche nach Peggy. Sie durchsuchen den Wald und es werden sogar Taucher eingesetzt, um in einem nahegelegenen See nach ihr zu suchen.
Bis zum Einbruch der Dunkelheit suchen ganze 260 Helfer und Spürhunde nach Peggy, jedoch ohne Erfolg. In den nächsten Tagen wird fleißig weiter nach ihr gesucht. Hundertschaften der Polizei sind mit Suchhunden unterwegs. Zudem hat die Bundeswehr sogar Jets aus Kiel nach Lichtenberg runterfliegen lassen, die mit Wärmebildkameras das gesamte Gebiet abfliegen, um nach dem Mädchen zu suchen. Leider hat jedoch all das nichts genützt und Peggy blieb weiterhin verschwunden. Der Vorfall schürt das Medieninteresse und das ganze Land schaut auf Lichtenberg. Es werden alle Menschen, die an dem Tag zwischen 13 und 18 Uhr unterwegs waren, sowie Pendler und bereits auffällig gewordene Straftäter befragt. Ein solcher Fall wie der von Peggy war wirklich sehr unüblich, denn es wurden keinerlei Spuren gefunden. Weder Haare noch Kleidungsstücke, wirklich rein gar nichts. Peggy schien wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Wenige Monate nach ihrem Verschwinden gibt es die ersten Spuren. Ein Verdächtiger ist ihr Stiefvater Ahmed Yilmaz. Doch was macht ihn damals zu einem Verdächtigen? Aus den Akten geht hervor, dass Peggy und ihr Stiefvater kein wirklich gutes Verhältnis zueinander hatten und dass es häufiger zu Konflikten zwischen ihm und ihrer Mutter gekommen ist, denn er machte kurz vor Peggys Verschwinden einen Vaterschaftstest, da er nämlich bis dato davon ausgegangen ist, dass Peggys kleine Schwester von ihm sei. Der Test war jedoch negativ. Daher gingen die Ermittler damals davon aus, dass er aus Rache Peggy mitgenommen hat und in die Türkei verschleppt hat. Eine E-Mail, die damals aus einem Internetcafé in der Südtürkei nach Deutschland an die Polizei verschickt worden ist, mit dem Inhalt, dass Peggy sich dort befinden würde, machte den Verdacht natürlich noch extremer. Das hat damals die Polizei dazu gebracht, einen riesen Ermittlungsapparat einzuschalten. Es wurden Geheimdienstler und Agenten aus Russland, Bulgarien, der Tschechei bis hin in die Türkei eingeschaltet. Die Polizei ermittelt damals, von wem die Nachricht aus dem Internetcafé abgesendet worden ist, jedoch vergeblich. Ein Jahr lang vergeht und es läuft darauf hinaus, dass Peggy sich anscheinend doch nicht in der Türkei befindet. Die Ermittlungen gegen den Stiefvater werden im Endeffekt eingestellt. Bei der Suche nach der Drittklässlerin arbeitete die Sonderkommission Peggy 4.800 Spuren ab. Ein Tag nach dem Verschwinden von Peggy sind die Ermittler dabei, ihr Zimmer zu durchsuchen, und in einem Schulheft stößt dann ein Ermittler auf einen Zettel mit einer Telefonnummer, aber die Schrift ist definitiv nicht von Peggy. Es stellt sich heraus, dass die Telefonnummer aus Sachsen-Anhalt stammt, und kurze Zeit später findet die Polizei auch die passende Adresse raus. Es ist ein heruntergekommener, ziemlich abgelegener Hof in der Nähe von Halle. Dort treffen sie auf Thorsten Engelhardt, ein Verwandter von Peggys Nachbarn. Den Ermittlern fällt direkt eine Kette auf, die er trägt, denn diese Kette ist ein Anhänger mit einem Foto von Peggy drin. Was natürlich schon sehr komisch ist, denn warum sollte ein Fremder eine Kette mit ihrem Bild tragen? Die Ermittler sprechen ihn dann auch direkt auf diese Kette an und er antwortet ziemlich nervös, dass er diese Kette wirklich erst seitdem Peggy verschwunden ist trägt. Als die Ermittler ihn gefragt haben, wann er denn das letzte Mal in Lichtenberg gewesen ist, hat er ganz schnell geantwortet, dass es im Sommer 2000 gewesen wäre und er wäre wirklich nur ein einziges Mal dort gewesen. Als die Ermittler dann beginnen, ihn weiterhin zu befragen, macht er plötzlich widersprüchliche Aussagen und wird ziemlich nervös. Als sie ihn dann präzise nach dem 7. Mai 2001, also dem Tag des Verschwindens von Peggy, befragen, kann er sich plötzlich sehr genau erinnern, was er gemacht hat, und macht etwas zu präzise Aussagen. Daher, dass der Tag schon mehrere Wochen her ist, ist es wirklich sehr komisch, dass er sich noch so genau daran erinnern kann. Kurz bevor die Ermittler dann wieder gehen, durchsuchen sie noch einmal kurz das Zimmer von ihm und finden dann eine selbstgebrannte CD. Diese CD beschlagnahmen dann die Polizisten und nehmen sie mit auf die Wache, um sich anzuschauen, was sich darauf befindet. Auf der Wache schauen sich die Polizisten dann die CD an und sind extrem erschrocken, denn sie finden ein Porträtfoto von Peggy auf der CD und sehr viele kinderpornografische Dateien. Nachdem die Ermittler Thorsten Engelhardt mehrere Male verhört haben
und er nie ein Alibi vorweisen konnte. Und obwohl er mehrere Male in Lichtenberg gewesen ist, zuletzt Ostern 2001, kommen die Ermittler jedoch zu einem unerklärlichen Entschluss. Er hätte nichts mit Peggys Verschwinden zu tun, daher werden die Ermittlungen gegenüber ihm aufgehoben. Denn sie hätten bereits schon eine neue Spur. Und die neue Spur ist Ulfi Kulacz. Er ist ein geistig behinderter Mann aus dem Dorf. Da er sich in der Vergangenheit bereits vor Jungen entblößt hat, sollte er eine Therapie machen und wurde in einer psychiatrischen Einrichtung in Bayreuth verwahrt. Als er damals in das Visier der Ermittler kam, war er gerade mal 20 Jahre alt. Durch seine Behinderung war er jedoch auf einem Stand eines Neunjährigen. Ulfi Kulacz war nicht von Geburt an behindert. Er erkrankte mit ungefähr 10 Jahren an einer Hirnhautentzündung und hat schwere Folgen davon getragen. Er sollte in dieser psychiatrischen Einrichtung lernen, mit seiner Sexualität umzugehen. Was jedoch keiner wusste, war, dass ein weiterer Patient der Einrichtung, ein Kleinkrimineller, der wegen Drogen und Einbruchs sitzte, sich bei der Polizei meldete und Ulfi Kulacz meldete. Schon damals hat er als V-Mann für die Polizei gearbeitet. Sein Name ist Peter Hoffmann. Peter Hoffmann weiß, warum Ulfi sitzt und versucht, ihm ein Geständnis zu entlocken. Denn sein Ziel ist es, aus der Psychiatrie freizukommen. Er gibt bei der Polizei an, dass Ulfi ihm gestanden hätte, dass er Peggy ermordet hat und sie davor auch missbraucht hat. Zudem soll er ihm gesagt haben, wo er die Leiche daraufhin verscharrt hat. Ulfi Kulacz wird daraufhin mehrere Male verhört, immer in Anwesenheit eines Anwalts. Ulfi bestreitet jedoch immer wieder, dass er es nicht getan hat, dass er Peggy nicht umgebracht hätte. Es ist bereits der 2. Juli 2002 und von Peggy fehlt weiterhin jede Spur. Wieder wird Ulfi Kulacz verhört und auch wieder mit der Anwesenheit seines Anwalts, jedoch nur vorerst. Denn dieses Mal läuft die Vernehmung etwas anders als die letzten Male. Es gibt lediglich die Aussage Hoffmanns, denn Ulfi hat für den Tag ein fast lückenloses Alibi. Lediglich ein Zeitfenster von ca. 30 Minuten würden ihm bleiben, um diese Tat begangen zu haben, doch 30 Minuten sind extrem wenig. Um ihn dran zu kriegen, bräuchten die Ermittler ein richtiges Geständnis von ihm. Doch Ulfi streitet weiterhin immer wieder alles ab. Er bleibt weiterhin dabei, dass er Peggy nicht umgebracht hätte. Daraufhin brechen die Ermittler dann das Verhör ab und beenden es offiziell. Ulfis Anwalt verlässt daraufhin auch den Verhörraum und verlässt das Polizeipräsidium. Doch was dann kommt, damit hätte wirklich niemand gerechnet. Denn nachdem der Anwalt gegangen ist, hätte Ulfi plötzlich reden wollen und hätte alles gestehen wollen. Sie setzen daraufhin einen Polizisten zu ihm in den Verhörraum, der den Guten spielen soll und eine Vaterfigur verkörpert, damit Ulfi sich etwas wohler fühlt und auch anfängt zu reden. Daraufhin passiert es wirklich. Ulfi gesteht, Peggy umgebracht zu haben. Doch das Geständnis ist schon sehr zweifelhaft, denn es gibt kein Wortprotokoll. Das Mikrofon soll nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als Ulfi angefangen hat zu gestehen, kaputt gegangen sein. Später hieß es dann, dass es doch eine Aufnahme geben sollte, die sei jedoch verschollen. Direkt nach diesem Geständnis fahren die Ermittler zusammen mit Ulfi zu dem Ort des Geschehens, denn er soll nachstellen, wie er genau Peggy umgebracht hat. Dabei gestand Kulacz, dass er das Mädchen am 3. Mai 2000 in seiner Wohnung missbraucht haben soll und am 7. Mai 2000 hätte er sie dann auf dem Heimweg abgepasst, um sich bei ihr zu entschuldigen. Das Mädchen wollte jedoch nichts von dieser Entschuldigung hören und wäre weggelaufen und habe ihm dazu auch noch gedroht, dass sie alles erzählen würde, was er ihr angetan hat. Auf dem Lichtenberger Schlossplatz soll er sie dann eingeholt haben und nachdem er sie dann niedergestoßen hat, sei sie dann schreiend am Fuße der Treppe liegen geblieben. Dann soll er ihr die Nase und den Mund zugehalten haben, bis sie erstickt sei. Die Geschichte wird daraufhin noch obszöner, denn daraufhin soll jemand aufgetaucht sein mit einem Auto, der dann zusammen mit Ulfi die Leiche in den Kofferraum getragen hat und dann werden sie weggefahren in ein Waldstück, um sie dort zu begraben. Die Ermittler fahren mit Ulfi dann zusammen zu diesem Waldstück und er soll dort mit einer Puppe nachmachen, was genau passiert ist und wie vor allen Dingen es passiert ist.
Als die Ermittler daraufhin doch keine Leiche finden, brechen sie die Suche komplett ab. Und obwohl die Geschichte schon überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wird es noch diffuser. Denn er fängt an, mehrere Arten von Geschichten zu erzählen, mehrere Abläufe zu erzählen und beschuldigt verschiedene Menschen in seinem Bekannten- und Verwandtenkreis, ihm bei der Tat geholfen zu haben. Seine Aussage, dass er Peggy umgebracht hätte, wird ihm jedoch zum Verhängnis. Denn vor Gericht entscheidet ein Gutachter dann, dass sein Geständnis sehr glaubwürdig sei. Das Gericht entscheidet dann und spricht ihn schuldig. Ohne Beweise, ohne Leiche, ohne Zeugen, nur mit einer einzigen Aussage eines V-Mannes, der offensichtlich diese Aussage auch nur getätigt hat, um selbst aus der psychiatrischen Einrichtung freizukommen. Es ist das Jahr 2004 und Ulfi sitzt in der forensischen U-Haft. Er hat lebenslänglich bekommen. Da sehr, sehr viele aus dem Dorf an seine Unschuld glaubten, bildeten sie eine Bürgerinitiative. Ganz besonders hat sich eine Frau für ihn eingesetzt, Gertrud Rödel. Sie wurde im Nachhinein auch der Vormund von Ulfi. Nach jahrelanger Recherche nimmt sie dann im Jahr 2009 Kontakt zu einem Anwalt auf, der auf Wiederaufnahmeverfahren spezialisiert ist. Nach unheimlich vielen Aktenwälzen kommt dann raus, dass viele Aussagen damals überhaupt nicht beachtet worden sind. Unter anderem ein sehr wichtiger Punkt, denn sie wurde von mehreren Zeugen nachmittags zwischen 15 und 19 Uhr noch gesehen. Diese Aussagen, die die Aussagen von Ulfi Kulacz, der ja Peggy angeblich zur Mittagszeit umgebracht haben soll, komplett widerlegen. Diese ganzen Aussagen könnten Ulfi K. entlasten. Das Einzige, was noch gegen ihn spricht, ist die Aussage von Peter Hoffmann. Nachdem der Anwalt bei Peter Hoffmann angerufen hat, um sich mit ihm einmal richtig zu unterhalten, passiert das Unfassbare. Denn Peter Hoffmann gibt direkt zu, dass er damals eine Falschaussage getätigt hat, eben nur, um früher freizukommen. Es wird ein Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet und im Mai 2014 wird Ulfi Kulacz dann endlich vor Gericht freigesprochen. Er saß ganze 10 Jahre unschuldig im Gefängnis. Nach dem Freispruch von Ulfi galt der Fall wieder als ungelöst. Denn man wusste nicht, ob es ein Mordfall wäre oder doch eventuell ein Verbrechen, denn bis dato wurde keine Leiche gefunden. Der Fokus geht danach wieder auf Thorsten Engelhardt, der Mann, der eine Kette mit dem Bild von Peggy getragen hat. Denn im Gegensatz zu den Aussagen, die er damals getätigt hat, war er viel öfters bei den Nachbarn von Peggy. Er war damals 17 und sie war damals 8 Jahre alt. Bei den Ermittlungen kommen wirklich schaurige Details ans Tageslicht. Denn er gibt unter anderem auch zu, dass er Peggy damals schon geküsst hat und er es wirklich sehr schön gefunden hat. Zudem kommt hinzu, dass er seine eigene Tochter schwer missbraucht haben soll und er gestand dann auch, dass er sich damals an der Freundin von Peggy vergangen hat. Er streitet jedoch weiterhin ab, dass er sich jemals an Peggy vergangen hätte. Gehen wir zurück in das Jahr 2000, zu dem Sommer, in dem Peggy angefangen hat, sich zu verändern. Denn sie fing damals an, sich einzunässen und sogar einzukoten. Zudem soll sie Unterwäsche versteckt haben. Ihre Mutter sagt nämlich, dass sie nach dem Verschwinden von Peggy eine Riesenmenge von gebrauchter Unterwäsche im Wäschekorb gefunden hat. Es waren sehr komische Verhaltensweisen, wo die Mutter wirklich bemerkt hat, dass bei Peggy irgendetwas nicht stimmt. Sie wollte abends auch nicht mehr alleine schlafen gehen und ist deswegen nachts ständig in das Bett ihrer kleinen Schwester gekrochen. Und auch beim Sport gab es einen Vorfall, an den sich ein Sportlehrer von Peggy noch ganz genau erinnern kann. Denn er kam damals in die Sporthalle und der Kindersport war gerade zu Ende gegangen. Peggy kam dann auf ihn zu, um ihn zu begrüßen, jedoch war das keine normale Begrüßung. Er selber spricht davon, dass es eine Anmache in einem Puff geglichen hat. Denn es war keine normale kindliche Begrüßung, wie ein normales Mädchen in ihrem Alter das machen würde. Keine Begrüßung, die ihrem Alter entsprechen würde. Und erinnert sich noch ganz genau daran, dass er nach dieser Begrüßung extrem verwirrt war und zudem sehr erschrocken.
Peggys Verhalten wird immer komischer. Und das bemerkt auch eine Mutter einer Mannschaftskollegin beim Fußball. Denn als sie damals ihre Tochter vom Fußball abholen wollte, hat sie Peggy in der Ecke sitzen sehen und sie war extrem am Weinen. Als die Mutter ihr dann angeboten hat, sie nach Hause zu fahren, fing sie noch viel mehr an zu weinen und sagte, sie möchte nicht nach Hause. Verhaltensauffälligkeiten, die oftmals Kinder zeigen, die im näheren Umfeld missbraucht werden. Gegen Ostern 2001 ist Peggys Mutter mit Peggy zusammen wieder beim Arzt. Denn sie möchte gerne, dass Peggy ein Mittel verschrieben wird. Dieses Mittel heißt Melporin. Es ist ein sehr schweres Psychopharmaka, was normalerweise nur älteren Leuten verschrieben wird, die beispielsweise unter Demenz leiden, wenn sie beispielsweise Panikattacken bekommen. Normalerweise wird dieses Mittel nicht an Kinder verschrieben. Der Arzt hat damals dann aber gesagt, dass er es doch gemacht hat, denn normalerweise ist es so, dass wenn es ziemlich niedrig dosiert wird, gibt es keine großen Nebenwirkungen. Doch warum verschreibt man einem kleinen Kind so ein schweres Mittel? Es folgen weitere skurrile Verhaltensweisen, die Peggy an den Tag legt. Denn eines Tages wollte Peggy einfach nicht mehr zu ihren Nachbarn, wo sie ja früher immer war, dort auch gegessen hat. Und das kam dann schon etwas komisch rüber. Irgendwann fing es dann an, dass bei den Knoblochs zu Hause ziemlich oft das Telefon geklingelt hat. Und immer wenn ihre Mutter oder ihr Vater an das Telefon gegangen ist, wurde nicht gesprochen oder direkt aufgelegt. Doch wenn Peggy ans Telefon gegangen ist, dann war das genau anders. Doch irgendwann wollte Peggy nicht mehr ans Telefon gehen, denn sie schien sehr große Angst vor der Person an der Gegenseite zu haben. Im Januar 2013 vernehmen die Ermittler wieder Thorsten Engelhardt, der später wegen dem Missbrauchs seiner eigenen Tochter verurteilt wurde. Aus den Akten geht hervor, dass Engelhardt sich scheinbar noch sehr genau an den Geruch von Peggys Haaren erinnern kann und auch das Gefühl, sie zu berühren. Doch nach seiner Aussage habe Peggy sich von selbst ihm sexuell genähert und er habe es angeblich ziemlich erschreckend zurückgewiesen. Er gibt sehr viel Nähe zu, bestreitet aber, sich jemals an Peggy vergangen zu haben. Er sagt, dass es eher wie so eine Geschwisterliebe war und er sie eher wie eine kleine Schwester angesehen hat. Mittlerweile sind schon über 13 Jahre seit Peggys Verschwinden vergangen und wieder kommt die Polizei nicht zu einem Ziel. Denn so irritierend die Aussagen von Thorsten Engelhardt auch sind, die Ermittler finden keine Beweise, die für eine Anklage oder Verurteilung ausreichen würden. Die Polizei beendet somit die Spur mit der Begründung, sie sei ausermittelt. 3 weitere Jahre vergehen und der Fall fällt immer mehr in den Hintergrund. Am 2. Juli 2016 läuft ein Pilzsammler durch den Wald bei Rodacher Brunnen. Das ist ca. 10 Kilometer von Lichtenberg entfernt. Es ist ein leicht regnerischer Tag mit Temperaturen um die 20 Grad. Doch statt Pilzen findet der Mann etwas anderes auf dem Waldboden. Er findet menschliche Überreste. 2001 hat die Polizei auch genau dieses Gebiet abgesucht. Sie waren damals mit Jets unterwegs und auch mit Hundertschaften von der Polizei sowie mit Spürhunden. Die Polizisten hatten damals auch sehr große Stöcke mit dabei, um in den Waldboden reinzupieksen, doch haben damals nichts gefunden. Das bedeutet aber auch nicht, dass die Leiche auch schon dort gelegen hat. Denn die Ermittler sind sich auch sicher, dass der Fundort der Leiche nicht auch der Tatort gewesen sei. Nach dem Fund der Leiche suchen die Polizisten 2016 das Waldgebiet erneut ab, mit der Hoffnung, dass sie weitere Hinweise finden. Dadurch, dass von der Leiche der Schädel gefunden worden ist und dort auch noch der Kiefer mit den Zähnen vorhanden war, war eine Identifikation ziemlich schnell unternommen. Die Rechtsmediziner konnten daher feststellen, dass es sich bei den Überresten um die Leiche von Peggy handelt. 15 Jahre nach dem Verschwinden von Peggy ist es nun klar. Es ist kein Verschwinden, sondern es war Mord. Und wäre dieser Fall nicht schon obszön genug, kommen nun auch noch Neonazi-Terroristen mit ins Spiel. Denn am Fundort der Leiche wurden sehr viele DNA-Spuren gefunden und eine DNA davon stammt von Uwe Bönhardt. Uwe Bönhardt ist bekannt aus dem NSU-Prozess. Man geht davon aus, dass Peggy schon bereits im Jahr 2001 verstorben ist. Doch wie genau sie ums Leben kam, ist bis heute immer noch nicht geklärt. Es blieb nur ein Tatverdächtiger nach knapp 20 Jahren übrig. Und dieser letzte Tatverdächtige wurde ausgerechnet von dem damals verurteilten Ulfi Kulatsch verdächtigt. Grund dafür ist ein Gespräch, welches im Jahr 2002 aufgenommen wurde.
Denn damals haben die Ermittler Ulfi Kulacz abgehört und es war ein Gespräch, welches er mit seinem Vater geführt hat. In diesem Gespräch wollte der Vater wissen, ob er Peggy umgebracht hat und wenn ja, wer ihm auch dabei geholfen hat. Ulfi antwortete dann nur, es war der Schmidt. Und der Vater fragte ihn dann daraufhin Manuel Schmidt und Ulfi bejahte dies dann. Damit ist die Polizei dann zurück zu einem alten Fall, den sie ganz am Anfang schon mal verfolgt haben. Manuel Schmidt ist 43 Jahre alt und ist in Lichtenberg aufgewachsen. Er ist angestellter Bestatter und betreibt privat eine Landwirtschaft. Er selbst sagt, dass er Peggy nicht kannte und zu dem Zeitpunkt, als Peggy verschwand, war er 24 Jahre alt. Der 7. Mai 2001 war sein 24. Geburtstag. Er selbst sagt, dass dieser Tag kein besonderer Tag war und eigentlich wie jeder andere. 2001 durchsucht die Polizei dann sein Haus, findet jedoch nichts und lässt daraufhin den Verdacht auch direkt wieder fallen. Doch 17 Jahre später, im Jahr 2018, kommen sie wieder auf ihn zurück. Er wurde von den Polizisten vom Bäcker abgefangen und direkt mit aufs Polizeipräsidium genommen. Dort haben sie direkt angefangen, ihm die Indizien vorzuhalten und haben ihm gesagt, dass sie der Meinung sind, dass er an dem Mord beteiligt war. Ein Indiz soll ihn besonders belasten: Torfreste an der Leiche. Denn Schmidt habe an dem Tag, als Peggy verschwand, seiner Mutter geholfen, Töpfe umzupflanzen und es wurden später Pollenreste an Peggys Leiche gefunden. Ein weiteres Indiz sind Farbpartikel, denn Manuel Schmidt habe damals angeblich gestrichen und an der Leiche wurden scheinbar Farbpartikel gefunden. Also Gärtnertorf und Farbe, ich denke 2001 hatten das ungefähr 90% der Menschen in ihrem Haushalt. Doch warum hat Manuel Schmidt damals ein Geständnis abgelegt? Er sagt, es war eine sehr lange Vernehmung, über 10 Stunden und die Polizisten hätten ihn auch eingeschüchtert. Ein Anwalt war auch nicht dabei und das, obwohl er mehrmals darum gebeten hat. Die Polizei schickt dann den Staatsanwalt mit in das Verhör und dieser bietet ihnen einen Ausweg an. Denn er sagt ihm, dass es ja nicht unbedingt Mord sein muss, auch das Verscharren der Leiche würde reichen. Er motiviert ihn regelrecht dazu, eine weniger schwere Straftat zu gestehen. Sie wollten ihn halt unbedingt mit dem Mordfall in Verbindung bringen. Sie kommen daher also zu einer Art Deal, denn sie wollen ihn einfach nur damit in Verbindung bringen, indem sie sagen, dass er die Leiche verscharrt hätte. Da Schmidt scheinbar völlig am Ende war, fing er irgendwann an, eine Geschichte zu erzählen. Er gibt schließlich an, dass er an dem Tag von dem Verschwinden von Peggy mit seinem Auto in Lichtenberg unterwegs gewesen war und dann an einer Bushaltestelle Ulfi Kulacz hat sitzen sehen. Er habe die leblos wirkende Peggy bei sich gehabt. Schmidt habe dann angehalten und versucht, Peggy wiederzubeleben. Nachdem dies nicht funktionierte, hat er die Leiche des Mädchens in seinen Kofferraum getragen und sei darauf in den Wald gefahren und hat sie dort vergraben. Er nennt jedoch keine Details wie Uhrzeit oder Ort. Zudem gibt er immer wieder an, dass er nur eine Geschichte erzählt, um endlich nach Hause gehen zu dürfen. Er darf zwar nach Hause, doch er gilt trotzdem für die Polizei als Verdächtiger. Ein paar Tage später wurde sein gesamter Name bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben und es wurde dazu gesagt, dass er der Hauptverdächtige wäre. Mit diesem Status musste er jahrelang leben. Letzten Monat, am 22.10.2020, knapp 20 Jahre nach dem Verschwinden von Peggy, berichtete dann die Staatsanwaltschaft Bayreuth, dass es keine weiteren Verfahren geben wird und dass das Ermittlungsverfahren gegen Manuel Schmidt eingestellt wurde. Der Verfahrenskomplex Peggy Knobloch wurde offiziell beendet. Der Fall ist jetzt ein Cold Case. Es ist schon wirklich sehr traurig, wenn man sieht, wie viele Menschen unter diesen Ermittlungen gelitten haben. Doch diese eine Frage bleibt: Wer hat Peggy umgebracht? Ich finde die Geschichte wirklich sehr interessant und zugleich extrem traurig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer es für ihre Eltern gewesen sein muss und noch immer ist. Doch wir wollen hoffen, dass eines Tages die Antwort kommt. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch die heutige Geschichte gefallen hat und dass auch das Make-up euch gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Niki.